Hey Raffi, ich werde dir 5 Silbertaler, dass du dir nicht draußen Apfel vom Kopf schießen zu lassen. Du, ich brauche deine 5 Silbertaler nicht und wer schießt? Jawohl, der beste Schütze der Stadt. Was hältst du davon? Ich schmeiß dich in die Luft und Ömer schießt dir mal dabei einen Apfel vom Kopf. Machen wir. Finde ich gut. Das Kraftelixier wirkt auch noch? Ja, es wirkt eine halbe Stunde, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich mache mal an Ömer, hat das mitgehört. Das heißt, du hältst den Apfel sozusagen weit von deinem Körper ausgestreckt in der Hand, währenddessen Raffim dich in die Luft wirft und ich versuche, den Apfel sozusagen aus der Hand herauszuschießen in der Luft. Über richtig. Seinem Kopf hält ja, er das wird mit dem Wurf nicht hinhauen, also in der Hand halten wird das maximaler sein, worauf er hinaus kann. Ja, verbrennt den nächsten Schicksal. Ich hab ihn wieder. Ich weiß. Alles gut. Ich weiß. Ja, wie sah man das dann vermutlich? Hauptsache, du hältst den Apfel nicht vor dein rechtes Auge. Das Recht ist das gute Auge. Naja, jetzt sind wir auch gut. Jedenfalls sammeln wir uns drei dann mal erstmal wieder. Also erstmal machen die Akrobaten wohl ihr Ding. Dann werden wir auf die Mitte treten. Ja, das klappt alles. Die schießen sich dann, einer tritt dann so hin, bildet dann sowas wie einen vitruvianischen Mann oder so eine Leonardo-Figur. Also stellt sich da einfach dann hin, steckt die Arme aus und dann trifft man nach und nach zwischen die Beine, zwischen die Arme, zwischen den Kopf und dann kann man da so einen Abdruck sehen, wenn er dann aus diesen Pfeilen rausgeht und aus diesen Messern und ja, alle sind dann ziemlich zufrieden. Man lässt das Essen so ein bisschen sacken und ja, hat da Spaß mit der Aufführung der Artisten und wartet dann gespannt darauf, wenn ihr die nächste Vorführung selbst gebt. Ja, wenn die Artisten fertig sind, trete ich da mal müde klatschend auf die Bühne mit meinen Kameraden. Und das war ja eine ganz nette Vorstellung. Aber jetzt denke ich, ist es Zeit, dass uns der beste Schütze der ganzen Stadt, Klaus Ömer, einmal zeigt, was er so kann. Ja, Ömer verneigt sich aber tief bei den Worten. Du siehst, dass wohl einer der Gäste aufgestanden ist, währenddessen Ludovic Salvanga, derjenige, der mit seinen Wurfwaffen, also den Messern, als erstes getroffen hatte und da den ersten Platz gemacht hat, setzt sich dann wieder hin, wenn er sieht, dass Ömer auf der Bühne steht. Oh. Ich schaue den Mann an und wink den herbei. Komm her, komm ran! Er freut sich und tritt dann auch ran. Hier, ich erkläre es euch kurz. Ja, dann nehmt ihr beide Hände einen Apfel. Ihr werft das Messer in die eine Hand. Apfel. Und Ömer schießt den anderen Apfel ihm aus der Hand. Los. Okay, das kriege ich hin. Super. Er lässt sich dann von ein paar Bediensteten aus der Küche... Auf 10 Schritt Entfernung, sagt Ömer. Nimmt sich dann so ein paar Messer aus der Küche von Bediensteten und versucht die so ein bisschen, wirft die so ein bisschen in der Luft, wirbelt die so ein bisschen herum, lässt sie über seine Finger gleiten, spielt da so ein bisschen damit, damit er die austarieren kann. Auch wenn das Küchenmesser sind und keine richtigen, die er fürs Turnier benutzt. Ihr könnt auch ruhig auf beide gleichzeitig werfen, wenn ihr das könnt, ich weiß nicht. Werft auf einen, wir müssen schließlich den Vergleich haben. Ja, gut. Ich nehme an von Ömers Fallen, ich wende mich da nochmal um. Damit ihr auch seht, dass ihr nichts mit falschen Tricks zugeht, was euch mein Wort nicht reichen sollte, und spießt dann mal den ersten Apfel auf. Ja, passt. Und dann geht's los. Höfliches Klatschen. In jeder Hand einen Apfel, dann werde ich hochgeworfen. Ömer schaut, nickt ihr zu auf 10 Meter, auf 10 Schritt Distanz. Also steht irgendwo sozusagen wahrscheinlich mitten im Raum drin, ein paar Schritte von der Bühne entfernt, um die 10 Meter einhalten zu können, die 10 Schritt. So, Raffim brauche ich erstmal eine Körperkraftprobe. Ja, Jalan zieht sich so ein bisschen aus, damit er, wenn er auch getroffen wird, damit man das Blut auch sehen könnte. Ist also gerade ein bisschen leichter, Körperkraft plus 8. Plus 8? Ja. Das reicht. Du wirbelst ihn nach oben, genau, also du hast die 24 nicht eingetragen, es ist geklappt und er schwebt in der Luft. Jetzt brauche ich von Jalan eine Akrobatikprobe, bitte. Akrobatik? Klar. Da ist das Problem. Ich kann die Körperbeherrschung anbieten. Körperbeherrschung plus 5 oder plus 10 ist es ja anbieten. Plus 5. Ja, also in dem Fall würde ich sagen, gib mir eine... Ich meine, ist hier nur Körperspannung halten. Gib mir eine plus 5. Warte, ich muss kurz meine Rüstung austragen, sonst verrecke ich hier jetzt. Ich habe mir sowieso keine an. Aber mir ist so unzufrieden. Es läuft alles schief. Ja, natürlich. Man muss wenn auch ich jetzt 20 Würfel und Jalan Auge ausschieße, hey. Du, ich kann trotzdem höflich. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Ich denke, die 19 zu schippen wäre ganz gut, oder? Ja. Kommt drauf an, ob wir die vielleicht nochmal brauchen. Ja, jetzt ist es zu spät. Gelungen mit, ich glaube 4 über.
Gut, ja, dann, Ömer, gib mir doch mal bitte die Fernkampftabelle und dann können wir die Erschwernisse mal ausrechnen. Für Messer ist das natürlich nochmal was anderes als für Bogen, aber rechne mal bitte. Ja, winzig, plus 8, das ist eine Größe von Münze, Maus oder Kröte, was dem Apfel doch sehr nahe kommt. Ja, Kröte ist gut, ja. Entfernung, 10 Meter ist für mich nah, das ist plus 0. Das ist für den Messerschützen extrem weit, plus 12. Danke. Also ich bin bei plus 8 und er ist bei plus 20 bisher. Gut. Bewegung des Ziels, unbeweglich, nein. Stillstehend, nein. Schnelle Bewegung, bestimmt beim Werfen. Sehr schnelle Bewegung mit GS10, vielleicht sogar das, Frosty? Ja, GS10 wird er schon haben. Es ist eine. Also, das ist wie eine Ausweichbewegung, das ist ja schon fast im also Wurf, was du die, triffst. Normalerweise hast du sowas wie eine Geschwindigkeit oder eine Beschleunigung von 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Gut, wir brauchen jetzt keine Physik, aber es ist auf alle Fälle Geschwindigkeit 10, weil er fällt wieder runter. Gut, das ist also plus 4 für uns beide. Ich bin bei 12, er ist bei 24 Punkten Erschwernis. Das kann er schaffen. Ich meine, wenn er ein 30er Fernkampf wird. Sichtverhältnisse, die Helligkeit müsste akzeptabel sein im Raum. Die Helligkeit, das heißt, ist gut, ja. Wir sind ja nicht in einem anderen. Ist ausgeleuchtet, Raum. Es ist kein Nebel. Ich habe Entfernungssinn und wenn er einer der besten Wurfmesser ist, er bestimmt auch. Natürlich. Den Vorteil. Das heißt, wir haben 2 Punkte Erleichterung. Ich bin auf 10 Punkte Erschwernis, er auf 22 runter. 22. Auf was wirfst du? Was ist ein normaler THW? Mein Moment. Ich habe ein THW von 28 und da drin ist aber noch nicht die Erleichterung von 2 durch den Bogen für meinen speziellen Kurzbogen, den ich habe. Mhm. Und deswegen habe ich in Anführungszeichen ein THW von 30. Wenn man die 2 jetzt mit den 10 Punkten Erschwernis verrechnet, dann habe ich 8 Punkte Erschwernis, die ich eintragen muss. Zur Korrektur, er meint Fernkampfwert, nicht THW. Das wäre bei 30 ein bisschen. Ja, nein, ich meine den Fernkampfwert, den endgültig. Genau, den Fernkampfwert, ja. Gut, Dämmerungssicht, Entfernungssicht ist alles egal, ne? Entfernungssicht gibt nochmal minus 2. Genau, die haben wir schon eingerechnet gehabt. Ja, ich nehme den Schaden in die Hand auch, das ist nicht so wichtig. Immer trifft. Ziemlich gut sogar. Ich habe jetzt keine Punkte Erleichterung gegeben für Zielen, weil das nicht möglich ist. Und ein Schnellschuss ist auch nicht, weil wir waren sehr deutlich vorbereitet. Genau, ja, dann. Ich gehe einfach mal mit dem gleichen Wert, den du hast. 28, allerdings mit einer plus 20, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja. Ja. Dann bekommst du auf alle Fälle den Dolch durch die Hand in den Apfel. Hat jemand ein Schiff? wie viel Schaden macht er? 1W6 plus 1? Ja, der Schaden ist egal. Kann man vielleicht schnell genug die Hand drehen? Welche Hand ist es denn? Ist es die schwarze? Dann ist ja egal. Kann ich versuchen, den Dolch mit dem Apfel zu fangen? Nee, kannst du nicht, weil du kannst ja nur auf Fernkampfwaffen reagieren, die du sozusagen siehst, bevor sie abgeschossen werden. Im Grunde muss ich ja nur die Hand ein bisschen drehen. Kannst du ausweichen plus 8 machen. Es geht auf die 1. Ich meine, versuchen kann man es. Nö. Dann wirf ich mal Selbstbeherrschungsprobe. Ich mach's gerade mal den Schaden für ein Messer würfeln. Gib mir mal eine Selbstbeherrschung plus 6. 6 sogar. Nicht gut. Ja, du willst wahrscheinlich jetzt gar keine Miene verziehen. Ist allerdings gelungen. Ich lande wieder. Kannst mal den Äpfel ausbreiten. Ja, ich bereite die Kurse auf und halte den Hin von Ömer in die Höhe. Ich denke, der beste Schütze hat sich gezeigt. Ja, auch der andere hat das, Ludovics Salvanga hat das auch gar nicht mitbekommen, verbeugt sich genauso wie Ömer, gibt ihm dann gönnerisch die Hand und ja, man trifft sich später noch irgendwie an der Bar, um dann gemeinsam einzutrinken. Ludovic geht sehr belustigt davon. Und ja, der ist zufrieden. Ich applaudiere mal höflich. Das hast du mittlerweile gelernt. Ja, ich jetzt immer. Guter Schuss. Dann hau ich Rafim, wenn uns keiner mehr sieht, den Apfel von hinten vor den Kopf. Was war das denn für eine Idee? Mit dem Messer auf die Distanz. Das war schon zum Schießen. Schön, dass ihr euch amüsiert. Ihr sollt etwas gegen die Blutung tun. Ja, natürlich. Magistra, ihr habt doch bestimmt. Schmier mir nicht mein Kleid. Hier, ein Taschentuch. Natürlich, vielen Dank. Der Mann hat sich gefreut, dass doch alles verzählt. Das hat doch keiner gemerkt. Lasst uns kurz hinter die Bühne gehen. Ich habe das kommen. Immer geht mit und ich verbinde das eben hinter der Bühne. Genau. Ja, immer verbindet das schnell hinter der Bühne, damit die Show weitergehen kann für alle und der Ritter auch nicht allzu lange weg ist. Ich dachte an mir an einen Balsam.
Ich werde mich garantiert nicht wegen so einer Kleinigkeit von euch verzaubern lassen. Ach komm, ich mach das, ich reinige das eben schnell und dann verbinde ich das, dann halt das morgen. Wir schmieren ein wenig Wässersalbe drauf, das sollte zumindest die Blutung eindämmen, hoffe ich. Ja, die habe ich nicht, aber ein bisschen Wundpulver und dann zack, zack, passt das. Oder das, genau. Ja. Ich bin. Fünf Dings ist nicht mal eine Wunde, ich nehme einfach mal an, die Blutung wird dann schon innerhalb der Stunde hinreichend zurückgehen. Ja, ein bisschen reinigen, Wundpulver drauf, verbinden. Das nochmal ein bisschen sanft abtupfen, dass das Wundpulver nicht irgendwo da raustropft oder jetzt hier sozusagen rausstaubt auf seine Kleidung und dann kann er wieder los. Ich trage ja sowieso gewohnheitsmäßig Handschuhe. Und wegen schwarzer Hand und so. Wir sollten ein kleines Tänzchen organisieren, um die Verzögerung etwas größer zu gestalten. Wie sieht es denn jetzt aus mit Praios? So wie die Praios-Stunde natürlich der Höhepunkt des Tages ist, ist auch die Praios-Platte der Höhepunkt des Gerichtes, möchte ich gemeint haben. Ja, ich würde vorher gerne, dass man einen kleinen Ball organisiert, irgendwie, dass man zuerst aufspielt und vielleicht eine halbe Stunde, Stunde tanzt zwischen den Mahlzeiten. Eine halbe Stunde zwischen den Mahlzeiten tanzt mit schwerem Bauch. Halbe Stunde. Ja, das waren jetzt die Vorspeisen. Deswegen wird jetzt erstmal getanzt und dann kommt der Hauptgang. Genau. Nach wenigen Minuten kommt dann mit sehr schnellem Schritt Jaras zurück. Karin Horn. Direkt auf euch zu. Ja, die Tische werden gerade umgestellt, sodass das die anderen wohl auch nicht mitkriegen. Da wird dann ein bisschen gerödelt und man macht sich dann bereit. Damit hat man überhaupt nicht gerechnet, dass das jetzt so spontan eingeschoben wird. Aber ausgezeichnet. Wir bekommen Besuch. Die eure königliche Prinzessin ist anwesend gleich und sie bringt ihren Bruder mit. Wir müssen einen Extraplatz neben ihr einrichten. Bei allen 12 Göttern. Ja, natürlich. Abel Mir kümmert euch um die Sitzordnung. Seht zu, dass wir irgendjemanden unauffällig so verschieben können, dass er nicht merkt, dass er weiter da ist. Das würde sich anbieten, wenn man jetzt außerdem den Ball organisiert, ist ihre Eminenz ebenfalls anwesend. Eminenz? Welche Eminenz? Rohaya bringt ihre Mutter mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, dass ich so viel Zöldner besorgt habe. Rafim, besorg mir die 6, die am besten aussehen. Die sollen vorne weggehen und Spalier stehen. Aber mir sieh zu, dass wenn die Tische hinterher wieder zusammengebaut werden, dass in der Mitte irgendwie wundersamerweise einer dazugekommen ist, an dem sie sitzen können. Ja. Wenn wir 2 Plätze brauchen, soll ich gucken. Ein Tisch müsste reichen, oder? Und nicht an 3 Plätze. Die Mutter, die Tochter. Okay, soll ich gucken, ob ich den Zwergenkönig überredet bekomme, woanders zu sitzen bei seinen anderen Zwergenfreunden? Oder sitzt er schon woanders? Wir verschieben einfach den Bürgermeister nach außen und. Nein, wir brauchen die Hilfe des Bürgermeisters. Verschieb den Zwergenkönig zu irgendeiner, da wird er sich sowieso wohler fühlen. Ja, ich frage den gleich mal jetzt in dieser Tanzpause. Wahrscheinlich wird er nicht großartig tanzen und ich schnapp mir den mal. Ich denke, viel tanzen werden wir nicht müssen. Immerhin kommen hohe Gäste und das wird die Leute ablenken. Bringt Celindian Hall denn diese, wie heißt sie nochmal, die ewig jung gebliebene mit? Ich habe sie nicht gesehen. Okay. Ich gehe zum Eingang und erwarte sie. Ich mache mich auf der Bühne bereit, dass ich ankündigen kann, wenn die Unherrschaft. Ich bin zum Zwergenkönig. Ich besorge mir die bestaussehenden Chorgeweihten und lass die mal antreten. Ich würde alle Diener antreten lassen, damit die schnell das Geschirr auswechseln können, dass man sozusagen die Tischordnung ein bisschen umwandeln könnte, ohne dass den Gästen weit auffällt. Ja, während der Aufregung wahrscheinlich. Würfel mal Staatskunst. Alter nicht. Doch. Oh gut. Wenn Isero nach draußen tritt, kannst du sehen, dass wohl der Himmel gelb leuchtet und darüber legt sich gerade eine rote Illusion, eine Harpie, eine rote geflügelte Harpie, die irgendwo ein paar Meter von euch entfernt, so 50, 100 Meter, über euch im Himmel schwebt. Die haben wir jetzt aber nicht bestellt. Kann man auf irgendwas würfeln, um das zu interpretieren? Wenn du da draußen gehst, Heraldik. Für Rafim ist es sicher schwer, für Isarun 5. Es sieht nach einer Harpie aus. Ömer? Das ist das Zeichen von Brabak. Ömer ist das Zeichen von... Ömer ist ja im Laden, das ist interessant. Ich hoffe, du hast Bandzauber parat. Aber Film,
Ist es das, was ich glaube, dass es ist? Soll ich die Korgewalt? Ja! Wenn der jetzt stunk macht, dann äschere ich den ein. Wen muss ich umbringen? Den hässlichen, der aussieht wie eine Leiche. Das ist denn. Ich drehe mich wieder in den Saal um und gucke nach alten Leuten. Die sehen alle so aus. Nein, nicht so einer, so ein Magier. Es sind mehrere Magier, ich kann die doch nicht unterscheiden. Die sind doch nicht hier drinnen. Das ist der komische Vogel, den wir abgewiesen haben. Wieso weisen wir denn komische Magier? Was stimmt denn nicht mit uns? Weil das ein komischer Magier ist. Darum. Die sind alle komisch. Ja, könnt ihr das wegmachen? Was weiß ich, ich suche jetzt erstmal, wo das herkommt. So weit kann es ja nicht sein. Ich hol jetzt alle Chorgeweihten her. Ich glaube, es ist vielleicht ganz gut. Ja, ihr steht so ein bisschen neben der Bühne. Die Leute hören auf zu tanzen. Wirklich, ja, Musik wurde natürlich gespielt. Die Tische werden gerade so ein bisschen verrückt. Ich brauche immer noch eine Staatskunstprobe. Es tut mir leid. Er hat doch gewürfelt. Ach da. Ah, ich sehe sie. Ja, okay, 4 Punkte. Gut, das soll mir reichen. Ja, gut, dann... Die Leute hören auf zu tanzen und schauen dann die Chorgeweihten an, die dann jetzt neben dir in Aufstellung gehen und sich da dann einreihen. Alle gucken zu euch. Warten auf die nächste Vorstellung. Wenn die Prozession dann eintritt, kommen die dann? Oder passiert vorher noch was? Rafim steht jetzt erstmal draußen mit den Chorgeweihten. Also wenn uns irgendjemand besonders anguckt, fange ich an, die Leute vorzustellen. Darf ich vorstellen, seine Exzellenz Gonzo. Gonzo und Barto seit über 40 Jahren Chorgeweihten. Ich denke mir was aus, ich habe ja keine Ahnung von denen. Ja, alles klar. Ich kenne die ja auch nicht. Du lügst dir die Hucke voll. Lügen? Ich schätze großzügig. Der könnte zwischen 40 und 50 sein, dann ist er seit 30 Jahren Geweihter. So ungefähr. Also du, ja, okay, mach mal eine Sagen- und Legendenprobe. Kannst auch Geschichten. Na, Geschichtswissen ist es Sagen und Legenden. Ja, du saugst jetzt irgendwelche Märchen aus den Fingern. Es ist nicht wirklich überreden. Es geht jetzt auch darum, wie geil man sowas erzählt. Ja, kannst dann nach und nach deine Chorgeweihten vorstellen, wenn sich dann die so ansehen. Ein paar Muskeln werden befühlt. Die Geier. Ja, die Habgier von Braberg ist immer noch zu sehen am Himmel und leuchtet, pulsiert so ein bisschen. Und dann könnt ihr sehen, wie die ersten 10 Panthergardisten durch das Tor kommen. Werden natürlich auch nicht kontrolliert. Und ja, nicht nur Rohaya, sondern auch Ema und auch Selindian betreten die Szenerie. Fangen wir dann vorzustellen. Ihre kaiserliche Majestät, Ema Ibn Ain. Reichsbehüterin des Rauschenreiches, Erbin Raus des Großen, Eslams des Münzenreichen und Retor des Eroberers, Lanze und Schwert des Reiches, Reichsbannerherrin, Königin von Almada, Protektor von Jaquirion und Hot-Alem, Mengbilla und Korhop, Fürstin der Ptolemiden, Herrin aller Meere, Protektorin der Nivesen und Nomaden, Wahrerin der Gerechtigkeit und der Derenordnung. Und so weiter und so fort. Dann könnt ihr die Kaiserin, die Reichsregentin, gemeinsam mit ihrer Tochter und mit ihrem Sohn begrüßen. Selindian Hal sieht nicht ganz so erfreut aus. Ihr kennt ihn ja schon von der einen oder anderen Begegnung und wisst, dass er eher ein bisschen verschlossener ist. Die Panthergardisten mustern sehr aufmerksam die Chorgeweihten, machen da auch ganz, ganz schnell klar, wer hier die eigentliche Machtposition innehat. Und die Chorgeweihten werden das auch ohne dass sie da irgendwie diskutieren, werden sie sich dann vor allem nach außen an die Ränder des Parks verziehen, während dann die Panthergardisten mit ihren Schwertern erstmal, ja, mit 5 Leuten gehen dann direkt schon mal rein in die Thermen und besehen sich das, während die anderen 5 dann um die Kaiserfamilie herum stehen bleiben und dann so ein bisschen aufpassen, dass da nichts passiert. Immerhin ist das unbekanntes Terrain. Die Turnierebenen konnte man da im Vorfeld schon begutachten. Hier ist man jetzt, ja, so ein bisschen alleine. Ihr könnt im Hintergrund noch sehen, wie wohl auch Rekala von Horsen-Rabenmund dort steht und gerade den Himmel begutachtet. Die Illusion, die da auf der anderen Straßenseite in den Himmel gezaubert worden ist. Immer geht auf euch zu und ja.
Nehme ich erstmal nieder. Ja, herzlichen Dank, dass ihr uns angekündigt habt, auch wenn ich im Vorfeld nicht unbedingt zugesagt habe. Es gab wohl einige terminlichen Schwierigkeiten, weshalb ich auch meine Tochter, die ihr ja geladen habt, etwas nach hinten versetzen musste. Es tut mir leid, dass ihr auf mich warten musstet oder auf meine Tochter. War euch sicherlich sehr wichtig. Ich hoffe, ihr konntet dies schaukeln. Aber selbstverständlich doch, Alright. Es ist eine, wie immer, eine große Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Gut, da dies nicht meine Veranstaltung ist, sondern die eure, würde ich mir von euch den Weg zeigen lassen. Aber selbstverständlich doch. Ich stelle mich dann neben mir auf, gib den Musikanten ein Handsignal, sie sollen, keine Ahnung, Gott erhalte Raul den Kaiser spielen oder so. Hoffe, dass Abel mir die Tische gestellt hat, bis ich da bin. Zwischen, ja. Ich denke mal, die anderen anwesenden Adeligen und sämtliche Gäste haben sich erhoben beim Eintreffen der Kaiserin. Davon gehe ich mal aus. Ja, die Tische sind jetzt in richtiger Position, in richtiger Ordnung. Und sie stehen immer noch in der Mitte. Rafim hatte da wohl für ein bisschen Ablenkung gesorgt und ja, machen jetzt auch Platz. Gerade wenn die Panther-Kadisten kommen, werden sie wohl wissen, dass irgendjemand vom Kaiserhaus kommt. Wer genau? Gut, einige haben vielleicht noch die Ankündigung draußen von Yalan gehört, aber ja, sicherlich ist nicht alles hervorgedrungen. Und dann geht es direkt mit der Kaiserin hinein. Gut. Hüterin verflucht noch eins. Ja, ja, ich geleite sie dann ein bisschen. Möchtest du auch einmal für mich Staatskunst würfeln? Staatskunst? Ja, Staatskunst. Etikette? Abgeleitet, plus 10. Hat jemand einen Chip für mich? Gibt's nicht. Dann fehlen mir 2. Dann fehlen dir 2 Punkte. Ja, was machst du damit? Geht's auf bester tobrischer Manier. Bei uns macht man das so. Führe ich sie natürlich am Arm hinein. Okay, das heißt, du nimmst sie, hakst sie unter und... Ja, und unterhaken wird zu intim sein. Vermutlich ergreife ich mit einer Hand ihren Unterarm und führe sie dann so neben mir. Okay. Vermutlich wird man die Frau des Herzogs ebenfalls so geleiten, weil das so üblich ist. Keine Ahnung, komischer, topischer Brauch. Und dann führe ich sie so bis zu ihrem Tisch. Du merkst, dass sie wohl höflich lächelt. Du weißt, du hast irgendwas falsch gemacht, aber nicht was. Und sie kann das natürlich überspielen, aber dir schießt so gerade ein bisschen das Blut in den Kopf, weil du nicht genau weißt, was das Problem war. Bist du an den falschen Leuten vorbeigegangen, falsch am Tisch rum? Geht man links, geht man rechts rum? Hast du den Stuhl zurückgezogen? Du weißt es nicht. Dein Kopf ist hochrot und dann steht neben dir auch Ohaya. Drück dich so ein bisschen weg und nimmt dann neben ihr Platz. Du kannst auch sehen, wie dann Selindian mehr angeschlurft kommt und sich dann an die andere Seite sitzt, sodass jetzt Ohaya links, in der Mitte Ema und daneben rechts Selindian sitzt. Während aller Augen auf die Kaiserin gerichtet ist, möchte ich gerne mit einem der anwesenden Magier den aufsuchen, und zwar Jigba Al-Karechim, die Spektabilität der Akademie der Erscheinungen zu Grangor. Ja, ein Tulamide, der normalerweise, Ömer hat das glaube ich gewusst, irgendwie aktuell sitzt er in Grangor, das ist allerdings nicht seine eigentliche Akademie. Aus Zorgan kommt er. Aus Zorgan. Der hat gegen Metelessa Yakomari den Streit um den Posten des Vorsitzenden der Akademie zu Zorgan verloren. Er ist nicht dort Spektabilität geworden, stattdessen Metelessa Yakomari mit ihrem grandiosen Buch, das Liebe Metelessa, was das absolute Super-Illusionsbuch ist, was sie geschrieben hat, ich glaube 1002 BF. Isaru notiert sich eine geistige Notiz. Irgendwann müsstest du immer mal auf sein unglaubliches magisches Wissen ansprechen. Der gehört eingesperrt. Aber ja, du kannst Jigba Al-Karechim ansprechen. Ja. Ja, verzeiht euer Spektabilität. Ich wollte euch gar nicht stören. Nur gab es ja einen sehr unschönen Zwischenfall. Und zwar, euch ist die Spektabilität aus Barabak bekannt? Hm.
verzieht seinen Mundwinkel nach unten, wird durch den weißen Bart, kannst du das kaum sehen. Er wirkt aber auch väterlich streng auf dich. Nickt dann beim Ganz Kopf. Genau. Ich fürchte, er hat sich dazu herabgelassen, hier eine Störung mithilfe einer hässlichen Illusion zu schaffen. Hättet ihr einen Rat, wie man die vielleicht verdecken oder entfernen könnte? Poldberra. Wirkt auch ein bisschen wie eine Beleidigung, wenn er das so sagt. Nickt dann, schiebt seine beiden Hände in die Magierrobe, ist natürlich so Konventsgewand oder eben für Feierlichkeiten, normalerweise für magische Feierlichkeiten, aber auch hier kann man es tragen. Hat natürlich auch seinen Schlapphut auf dem Kopf, wie es einem Magier geziemt, der Kodex, und geht dann nach draußen, ohne ein weiteres Wort zu sprechen. Ja, ich begleite ihn dann natürlich. Ja, du siehst, wie er wohl binnen weniger Augenblicke einen Zauber wirkt und dann verschwindet. Ja, er lässt sich sogar drauf. Du siehst ein kurzes Grinsen hinter dem Bartwinkel. Die Harpier wird nicht einfach entschworen, sondern er stellt sie auf den Kopf und entschwört sie dann. Also ein ich absoluter Meister seines Faches. Ich lächle ihm sehr dankbar zu. Es dauerte ungefähr eine Minute, zwei Minuten und dann ist dieses Schauspiel verschwunden. Tausend Dank, Spektabilität. Ich stehe tief in eurer Schuld. Die Illusion, die Phantasmagorika, sollte man nicht zum Spaß benutzen. Ich werde mit Palbera auf dem Konvent ein ernstes Wörtchen sprechen. Ich kann es kaum erwarten, dass er unsere Zauberkunst so verkommen lässt. Ihr habt vollkommen recht, Spektabilität. Gut, danke, dass ihr mich gerufen habt. Vielen Dank, dass ihr euch dieser unschönen Sache so schnell angenommen habt. Gerne. Ich werde auch noch ein Auge auf diesen Gaukler werfen, den ihr einbestellt habt. Hat auch Natürlich. Schon die ein oder andere Illusion erschaffen, die mir... Er benutzt es, um damit Geld zu verdienen. Und ihr finanziert ihn. Ihr solltet darüber nachsinnen, was ihr hier tut. Ja, da habt ihr wohl recht. Das ist schon eine Schande. Wenn, dann sollte es um der Kunst willen verwendet werden. Die Phantasmagorika. Kunst? Ja? Das ist doch eine Kunst. Natürlich ist es eine Kunst, wenn man so möchte. Aber nicht um der Kunst willen, sondern um der Zauberei willen. Ach so, ja, selbstverständlich. Ich dachte nur an die Ästhetik von Illusionen. Aber ihr seid die ihr habt ja mehr Ahnung. Ja. Ich habe schon gehört, dass es hier wohl auch einige Elfen gibt, die Bilder malen und sie dann mit Illusionen versehen. Schüttelt dann nur noch mit dem Kopf, verzieht seine Miete wieder nach unten und geht dann wieder nach drin. Ich atme einmal tief durch. Das ging jetzt leichter als erwartet. Und gehe dann wieder nach drin zu meinem Platz.